Waslappe, Labyrinth. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Apollo World Server. Ich mach dir mal Tag. Diesmal präsentieren wir das neueste Labyrinth. Und dazu halt noch nicht anfangen. Und dazu wollen wir euch noch eine schöne Musik vorspielen. Warte mal. Ja. Und es fängt gleich an. Nämlich in 3. 2, 1, 0. Du kannst loslegen. Juhu. Tausende Menschen versperren die Türen und decken sich mit alles voller Steine. Sie nehmen sich Urlaub aus der Sorge, nicht ganz vorne zu sein. Die Welt hält den Atem an, denn seit dem ersten Kill of Summit sind 2 Jahre vergangen. Jetzt kommt die Fortsetzung, ich nehm den Controller in die Hand, setz das Headset auf und schmeiß meine Konsole wieder an. Heute ist der 13. November voll cool. Und ab dem heutigen Tag wird zu den Leuten die Hand, wir ziehen erneut in die Schlacht wie damals. Ich hatte vorhin ein paar halbe Stunde gemacht. Granaten, sobald nur eine von uns den Startpunkt verlässt. Hanoi, Crisis, Grid und Villa waren echt verdammt gute Maps. Heute sind es Karten wie Cargo, Turbine, Jemen und Aftermath. Macht euch bereit, haltet euch fest, denn ich mach den Starter bekannt. Falls marschieren noch vorn mit meiner Mannschaft, die Typ 25 im Anschlag, sammeln die Score Strikes. Wenn du denkst, dass dir dein Einsatzschild hilft, ruf ich meine K9-Einheit und schon steigen die Kills. Ruf zu den Waffen, ich schmeiß die Konsole wieder an. Richte mein Headset und jetzt hat es Controller in die Hand und von dann herzlich willkommen bei Black Ops 2. Ich schmeiß die Konsole wieder an, richte mein Headset, vergesse die Zeit. Nehm den Controller in die Hand und fang an, herzlich willkommen bei Black Ops 2. Ob Team Deathmatch oder Capture the Flag, dir wird deine Flashback nicht viel nützen. Ich bin entfernt, dass die Hand Steinwald geht. Warte mal. Wir wollen doch mal entfernen. Wenn du mir auf der Map begegnest, hab ich schnelle Hände und wahrscheinlich auch eine Hellstorm-Rakete. Lass meinen AGR zu Boden gehen. Und kaum ist er aus der Abwurfkiste heraus, schon regnet es Munition durch die Gegend. Die nächste Runde hat gestartet und ja, ich weiß, wo du bist, doch meinen Orbital Faust hat hinterlässt nur deine Spuren auf der Karte. In die RPG und wenn der Schuss sich die Klappe ich mach immer so eine Antwort von oben. Oh, Sackgasse. Hab die Eskadrone dabei. Sie ist ein treuer Begleiter. Sie gehorcht wie auf Befehl, außer mir steuert sie keiner. Ich eröffne das Feuer und ob du wirklich richtig stehst, siehst du nur, wenn dich mein Blitzschlag verfehlt. Ruf zu den Waffen, ich schmeiß die Konsole wieder an. Richte mein Headset und mach mich bereit. Nimm den Controller in die Hand und fang an, herzlich willkommen bei Black Ops 2. Ist das irgendwo in der Mitte, oder? Was? Ist das irgendwo in der Mitte, oder was? Richte mein Headset, vergesse die Zeit. Ist das irgendwo am Rand, oder in der Mitte? In die Hand und fang an, herzlich willkommen bei Black Ops 2. Ich lasse die Mitte führen. Ich wissen würde, wo die Mitte ist. Ey, nochmal einen ganz anderen Video. Die Leute würden dich dann nicht hören, ne? Achso. Weil ich spiele ja grad Musik ab. Achso, okay. Aber trotzdem. Ehrlich. Warte mal. Ist es hier irgendwie, in der Nähe ist es von diesem Block irgendwie. Schon wieder. Boah, irgendwann erkenne ich hier jedes Mal, ich kriege es in den Augen und in den Augen. Ich muss noch ganz recht. Warte mal, ich muss noch mal Skype beschäftigt machen. Mhm. So, wo bist du? Hinten. Ruf zu den Waffen. Okay. Ich sehe dich. Das war jetzt halt ein Song, das neueste von Damn. Hab's mir ja gekauft. Und ja, das war das der neue Song und wir machen gerade noch weiter, ne? Mhm. Oh, wenn ich den Ausgang finden würde. Ich war so froh. Sehr herrlich. So, warte mal hier. Ich meine, die Richtung vom Dschungel bin ich doch vorhin schon gegangen, oder ist vorher schon? Okay, hier ist der Balldschungel. Das ist gut, das Lied.
viele WoW. Alles für die Runde, meine Freunde, sagt sie geht, so wie sie wieder vom PC. Spiele WoW. Oder ich log aus, zog auf der Xbox COD. Hab's geschafft. Bin der Beste. 5 Minuten, 23 ja. Sekunden. Boah, der Weg ist ja hammer schwer. Und hier beende ich mein Tutorial über das New Labyrinth. Bis dann, Leute.